Wir haben uns in einem Projekt über Paradoxien des Kindeswohls, Sarah Mühlbach und ich, mit Fragen beschäftigt, inwiefern der Rechtsstaat in seinem Versuch, dem Kindeswohl gerecht zu werden, das Kindeswohl zu fördern, nicht Wirkungen hervorbringt, die genau dieser Intention widersprechen. Also die Frage ist, ob das Recht nicht kontraproduktive Effekte hervorruft. Und zwar gerade mit dem Ziel, durch seine Intervention Gefährdungslagen von Kindern sozusagen auszuräumen und zu verhindern. Das ist unsere Diagnose, unsere Ausgangsdiagnose, die wir mit dem Begriff der normativen Paradoxie erläutern wollten. Und ich glaube, wir sind mit diesem Konzept relativ weit in unserem Projekt gekommen. Mit normativen Paradoxien meine ich mit Blick auf unser Projekt Effekte des Rechts, also insbesondere des Familien- und des Kinder- und Jugendhilferechts, die dem Kindeswohl abträglich sind, obwohl sie eben genau das Gegenteil intendieren. Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Typen solcher Paradoxien kurz vorstellen. Ich muss das etwas kürzen. Im Programm sehen Sie drei Paradoxien. Ich möchte Ihnen zwei davon vorstellen. Und mein Vortrag ist eher allgemeiner Natur. Ich möchte Ihnen kurz schildern, wodurch nämlich das Recht sein Ziel verfehlt oder verfehlen kann, dem Kindeswohl gerecht zu werden. Sarah Mühlbacher, die mit mir zusammen das Projekt durchführt, wird dann auf einige Punkte etwas spezifischer eingehen, insbesondere auch mit Blick auf bestimmte Gerichtsurteile. Wenn ich nun im Kontext des Kindeswohls von normativen Paradoxien spreche, muss ich dann erstmal einen kleinen Vorspann machen. Wenn man Effekte der Verkehrung oder Pervertierung des rechtlichen Kindeswohlsanspruchs analysiert, muss man ja schließlich zunächst einmal die normative Zielrichtung identifizieren können, die diesem Prinzip des Kindeswohls zugrunde liegt. Sonst wäre es unmöglich, von normativen Paradoxien zu sprechen. Um nun die Zielrichtung der rechtsstaatlichen Orientierung am Kindeswohl zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass sich darin eine lange historische Entwicklung widerspiegelt, in der sich die Ideale einer Erziehung zur Autonomie und der Achtung der kindlichen Selbstbestimmung herausgebildet und dann eben Eingang ins Recht gefunden haben. Ich denke, es ist richtig zu sagen, dass die kindliche Autonomie oder Selbstbestimmung als erzieherisches Leitprinzip in die Rechtsnormen Eingang gefunden haben, mithilfe derer Kinder und Jugendliche betreffende Belange rechtlich geregelt werden. Ich denke, das könnte man jetzt an entscheidenden Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches, wenn man sich auf Deutschland bezieht, im SGB 8, also dem Kinder- und Jugendhilferecht, aber auch im Familienprozessrecht zeigen. Sicher ist nun, die Norm der Autonomie, wie sie in den Gesetzestexten auftaucht, intern komplex. Unter anderem eben, weil sie auf zwei unterschiedlichen Ebenen angesiedelt ist, die im Grunde genommen auch schon von David Archer vorhin gerade angesprochen worden sind. Diese Norm der Autonomie bezieht sich nämlich auf die Entwicklung des Kindes zu einer autonomen Persönlichkeit und auch zielt auf die Sicherung der Sozialisationsbedingungen, die eben eine solche Entwicklung zur Autonomie ermöglichen. Gleichzeitig aber zielen die Gesetzestexte auch auf die Anerkennung der bereits gegebenen kindlichen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung. Nun könnte man zu dieser Autonomienorm, die im Recht unseres Erachtens verankert ist, noch viel sagen, aber das würde alleine schon sozusagen einen ganzen Vortrag füllen. Das würde hier jetzt zu weit führen. Aber ich werde auf einzelne Aspekte der kindlichen Autonomie gleich zurückkommen, indem ich zwei Typen paradoxaler Effekte der rechtsstaatlichen Sorge um das Kindeswohl vorstelle. Der erste Typus, den würde ich nennen, das Wort ist ein bisschen ungetüm, wir nennen das eine Unterminierungsparadoxie. Diese erste Paradoxie ergibt sich aus der Möglichkeit der Eltern, sich in den Konflikten untereinander auf das Kindeswohl zu berufen, um damit gerichtliche Entscheidungen zu ihren Gunsten zu erwirken.
Auf diese Weise können Kinder leicht zum Spielball der Interaktion zwischen den Eltern werden. Also sie können das Kindeswohl mit anderen Worten für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Und das ist gerade deswegen möglich, weil das Kindeswohlprinzip eine so starke Stellung im Familienrecht besitzt. Nur deswegen kann das Kindeswohl als Munition im Krieg um das Sorgerecht etwa eingesetzt werden. Das ist schon ein geflügelter Terminus, insbesondere in den USA, Custody Wars, also Krieg um das Sorgerecht, Krieg um das Kind. Und es gibt, denke ich, sehr viele Evidenzen dafür, dass dieser lediglich strategische Rekurs auf das Kindeswohl vor Gericht tatsächlich vorkommt. Wir haben unterschiedliche Studien aus verschiedenen Ländern. Also Sie können sich das so vorstellen, es gibt Konflikte, in dem der Vater, Misshandlung des Kindes vorgeworfen, die Mutter andererseits wirft dem Vater vor, das Kind zu vernachlässigen und so weiter. Und mit solchen Bandagen kämpfen sie eben um das Sorgerecht oder um den Entzug des Sorgerechts mit Blick auf den Partner oder die Partnerin. Und wird nun die familiale Verständigung auf diese Weise dauerhaft gestört, hat dies negative Folgen für Kinder. Es unterminiert nämlich die sozialisatorischen Bedingungen, die dem Wohl von Kindern und ihrer Entwicklung zu einer autonomen Persönlichkeit förderlich sind. Deswegen dieses Wort Unterminierungsparadoxie. Also die strategische Berufung auf das Kindeswohl untergräbt hier dessen Realisierungsbedingungen, nämlich die kommunikative Verständigung im lebensweltlichen Kontext der primären Sozialisation. Und ich denke, es kann als gesichert gelten, dass sichere Bindungen des Kindes sowohl in der Sozialisationstheorie als auch im Familienrecht als eine Voraussetzung für seine freie Entfaltung und seine Entwicklung seiner eigenständigen Persönlichkeit gelten. Und das wird eben durch den elterlichen Streit um das Kindeswohl zersetzt oder zerstört oder gefährdet. Wir wissen in der Tat aus vielen einschlägigen Studien, dass der Rechtsstreit zwischen Eltern um Sorge und Pflege ihrer Kinder diesen Kindern schwere Bürden auferlegen, und zwar dadurch, dass diese Kinder in Loyalitätskonflikte hineingezogen, ja hineingezerrt werden. Oft werden diese Kinder von den Streitparteien unter Koalitionsdruck gesetzt. Und dies führt, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Kindern, das lässt sich vielfach nachweisen, zu Trennungsängsten oder geradezu Trennungspaniken. Auf das Kindeswohl bezogene Gerichtsverfahren haben demnach ein Potenzial, die bereits fragilen familiären Bindungen erst recht zu zerstören, die entscheidend für die kindliche Entwicklung zu einer autonomen Persönlichkeit sind. Und paradox ist dies nun, weil das ein Effekt der Berufung auf das normative Prinzip ist, das auf das Gegenteil zielt, nämlich auf den Schutz autonomieförderlicher Sozialisationsbedingungen. Ich denke, das Problem ist aber noch etwas grundlegender, als ich es eben geschildert habe, nämlich durch die Fixierung des Rechtes auf die familiale Triade. Wir haben neuerer Zeit einiges dazu geschrieben. Also die Fixierung des Rechts auf die familiale Triade, bestehend aus Vater, Mutter und Kind, beziehungsweise durch die Beschränkung des Sorgerechts auf zwei Personen, wird die, ich würde das so nennen, No-Exit-Abhängigkeit des Kindes von den Eltern noch einmal verstärkt. Sarah Mühlbacher wird auf diesen Punkt dann etwas näher eingehen unter dem Stichwort des Familialismus des Rechts. Und nun komme ich, nachdem ich die Unterminierungsparadoxie vorgestellt habe, zum zweiten Typus normative Paradoxie, nämlich zur Subsumptionsparadoxie. Die zweite Quelle paradoxaler Effekte der kindeswohlbezogenen Gesetzgebung und Rechtsprechung beruht auf der zunächst einmal prinzipiellen Tatsache, dass gesetzliche Vorgaben nur auf die generalisierte Regelung vor abtypisierter Tatbestände abzielen können. Der Rechtsstaat und seine Institutionen müssen das Wohl aller Kinder gleichermaßen schützen,
und sie müssen sie nach denselben rechtlichen Maßstäben behandeln. Das kann insbesondere dann negative Konsequenzen haben, wenn ein Kind unter allgemeine Rechtsnormen subsumiert wird, ohne dass das Recht dann auch dem Einzelfall gerecht werden kann und dem Anspruch des Einzelfalls auf Selbstbestimmung noch gerecht werden kann. Entscheidungen von Gerichten oder Jugendämtern können das Kind dadurch nicht intendierten sekundären Risiken oder Gefährdungen aussetzen. Diese sekundären Gefährdungen sind das Resultat einer Subsumption des Wohls eines individuellen Kindes unter allgemeine Rechtsnormen. Deswegen die Rede von einer Subsumptionsparadoxie. Das Problem wird dadurch noch verschärft, dass das Recht auf allgemeinen, objektivierten Annahmen in Bezug darauf beruht, wodurch das Wohl eines Kindes gefährdet oder beeinträchtigt wird. Ich würde denken, dass solche Vorannahmen zum Kindeswohl bzw. generalisierte Annahmen zum Zusammenhang zwischen bestimmten Sozialisationsbedingungen und kindlicher Entwicklung notwendig, ja sogar unverzichtbar sind. Weil wir sind, denke ich, dazu gezwungen oder dazu aufgefordert, das Wissen aus vergangenen Fällen zu nutzen, und dies nicht zu tun wäre fahrlässig, weil wir sonst sozusagen jedes Kind erneut zum Gegenstand von Experimenten machen müssten. Und ich denke, es gibt für einige dieser Grundannahmen, die das Recht bereits vornimmt, sehr gute Gründe. Zum Beispiel, bis man weiß des Gegenteils, würde ich wie das Recht immer davon ausgehen, dass dauerhafte Bindungen essentiell für Kinder sind. Und zwar gerade essentiell mit Blick darauf, dass sie ihre Fähigkeiten zur Selbstbestimmung schon jetzt erproben können müssen und entfalten können müssen. Und das geht sozusagen nur vor dem Hintergrund sicherer Bindungen. Nur dann ist ein Kind in der Lage, seine Welt angstfrei erkunden zu können. Eine zweite Vorannahme geht davon aus, dass häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch negative Effekte auf das Kind haben, und zwar nicht nur auf sein jetziges Wohlbefinden, sondern auch auf die künftige Entwicklung. Wir gehen davon aus, und ich denke sehr zu Recht davon aus, dass das sozusagen Hypotheken für die Zukunft mit sich bringt, wenn in der Familie Gewalt und Missbrauch herrschen. Und diese Lasten dürfen wir keinem Kind aufbürden, und es wäre, glaube ich, verfehlt, jedes Mal wieder neu prüfen zu wollen, ob diesem spezifischen Kind das genauso schadet wie anderen. Insofern sind, glaube ich, diese Vorannahmen teilweise berechtigt. Andere sind problematisch. Und mit diesen problematischen Vorannahmen haben wir uns im Projekt ganz besonders beschäftigt. Und eine problematische Vorannahme des Rechts ist etwa, dass die rechtliche Verantwortung für die Kinder bei den biologischen Eltern in der Regel am besten aufgehoben ist. Ich denke, zu dieser Frage gibt es in einem Buch von David Archer sehr differenzierte Ausführungen. Das Buch heißt Children and Rights, möchte ich allen empfehlen. Und ich denke, in Deutschland haben wir schon im deutschen Recht das Problem einer einseitigen Betonung des Elternrechts beziehungsweise gegenüber dem Kindeswohl. Jedenfalls hat ein hier in Frankfurt lehrender und auch tätiger Richter, nämlich Stefan Heilmann, auf einseitige Urteile des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen, die eben einseitig die Rechte von biologischen Eltern betonen und damit sozusagen das Elternrecht in gewisser Weise als Gegenprinzip zum Kindeswohl in Stellung bringen, wo doch eigentlich schon früh Urteile gefällt worden sind seitens des Bundesverfassungsgerichtes, die davon ausgegangen sind, dass das Elternrecht in Abhängigkeit vom Kindeswohl zu betrachten ist. Also sozusagen eine Präferenz für biologische Elternschaft kann für das Kind zur Gefährdung werden. Zum Beispiel, wenn keine wirkliche soziale Bindung zwischen einer Person und dem Kind besteht und aufgrund einer biologischen Bindung sozusagen entweder soziale Bande durchtrennt werden oder das Kind sozusagen zu einem biologischen Elternteil kommt, das eigentlich noch gar keine Bindung zu diesem Kind aufgebaut hat.
Eine andere Annahme lautet, und die ist auch sehr voraussetzungsvoll, dass zum Wohl des Kindes in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen gehört. Das ist § 1626 Bürgerliches Gesetzbuch. Daraus leitet sich auch die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall ab. Dadurch kann nun das individuelle Kind leicht in ein vordefiniertes Schema gepresst werden. Das haben mehrere Autoren aus dem Bereich der Childhood Studies kritisiert, insbesondere auch Autorinnen, etwa Doris Bühler-Niederberger. Kate Tistel und Fiona Morrison haben in einer schottischen Studie gezeigt, dass die Vorname Kinder brauchten beide Elternteile häufig zu einer per Richterbeschluss erzwungenen Fortführung oder Wiederaufnahme missbräuchlicher und gewaltförmiger Eltern-Kind-Beziehungen führt. Und solche Befunde haben wir aus unterschiedlichen Ländern, von Australien über England bis auch nach Deutschland. Weiterhin findet sich im Familienrecht die Setzung, dass ein Kind nur zwei Eltern haben kann. Wiederum sehr einschneidend, geht zurück auf § 1626 Bürgerliches Gesetzbuch. Das deutsche Recht schützt zwar auf dem Papier auch die Bindung von Kindern zu anderen Bezugspersonen. Am familiengerichtlichen Verfahren sind allerdings nur die beteiligt, die starke Rechte haben, und das sind die Kinder und eben die rechtlichen Eltern. Dritte sind davon weitgehend ausgeschlossen. Es gibt auch andere Rechtssysteme, in denen es etwas anders ist. Ich möchte nun grundsätzlich die Begrenzung des Sorgerechts auf zwei Personen in Frage stellen oder zumindest zurückfragen, eine Rückfrage in das Recht richten. Nämlich, ich möchte fragen, warum eigentlich kann der Gesetzgeber für alle Fälle ausschließen, dass das Sorgerecht für eine dritte und vierte Person dem Kindeswohl förderlich sein könnte? Das würde nämlich bereits vorhandene, wichtige Bindungen des Kindes schützen. Es würde die vorhin sogenannte No-Exit-Abhängigkeit von wenigen Personen reduzieren. Das hört sich vielleicht gar nicht so als so ein starker Punkt an, aber als einer, der sich viel mit Gewalt in der Familie beschäftigt hat, habe ich Fälle vor Augen, in denen es schon zum Problem werden kann, wenn Kinder auf Gedeih und Verderb auf zwei Personen angewiesen sind und es No Exit gibt oder eben nur sozusagen wenig gute Alternativen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich finde auch sozusagen einen sehr positiven Nebeneffekt der Ausweitung von elterlichen Sorgerechten oder auf mehr Personen, auch dass letztlich das Kind, wenn Sie so wollen, eine Wahl hat, welche Personen es überhaupt als elterliche Bezugspersonen anerkennt. Und ich denke, da gibt es auch sehr interessante Überlegungen, gerade so aus den US-amerikanischen, aus dem US-amerikanischen Familienrecht. Ihrer Intention und Legitimation zufolge zielen die genannten Vorannahmen alle tatsächlich darauf, das Wohl des je individuellen Kindes zu befördern und Sozialisationsbedingungen zu gewährleisten, die seine schrittweise Selbstbestimmung ermöglichen. Aber einige der gesetzlichen Vorannahmen, wie ich eben gezeigt habe, zum Kindeswohl, haben das Potenzial einer schädlichen Subsumption von Kindern und ihrer Lebensumstände unter eine allgemeine rechtliche Norm. Das Subsumptionsproblem dürfte allerdings, wie ich eingangs gesagt habe, bis zu einem gewissen Grad unvermeidbar sein. Was aber vermieden werden könnte, ist, dass das Recht von ungedeckten und teilweise auch empirisch widerlegten Vorannahmen ausgeht in Bezug auf die Frage, welche familialen und anderweitigen Sorgearrangements dem Kindeswohl gerecht werden können. Und ich denke, dass diese Vorannahmen zu Diskursblockaden und zu unnötigen Beschränkungen der sozialen Fantasie für gute Alternativen zur Kleinfamilie darstellt. Und die Kleinfamilie ist, wie wir wissen, für allzu viele Kinder oft genug ein Schrecken. Wo man vielleicht vieles lernen könnte, ich habe in letzter Zeit jetzt einige ethnologische Klassiker gelesen, von Malinowski bis Margaret Mead,
wo wir ganz andere Familienmodelle haben. Und ich denke, ein Vergleich in diese Richtung mit dem, was wir hier haben, wäre, glaube ich, sehr interessant. Und ich denke, dass meine Ausführungen auch gezeigt haben, dass das Recht alleine diese ganzen Fragen des Kindeswohls nicht beantworten kann, sondern dass es im Prinzip auch eines kulturellen Wandels bedürfte, einer größeren Offenheit gegenüber faktisch funktionierenden Sorgearrangements. Und das Recht, wie es gegenwärtig gestrickt ist, sozusagen hat allerdings so eine starke Präferenz für die Kleinfamilie, die wir problematisch halten. Und Sarah Mühlbacher wird es gleich dazu noch etwas mehr sagen.